So, jetzt darf ich ein bisschen Haie Haie machen, weil jetzt fährt die Angie. Für diese Woche, genau. Nein, keine Angst, wir sind nicht ausgewandert. Wir sind noch in Almanien. Ja, aber jetzt seht ihr uns in unserem Urlaub. Wir haben uns eine Ferienwohnung gemietet und ja, kommt mal mit. Ich zeige euch mal unsere Ferienwohnung. Hier ist erstmal eine Lies Bett. Hier haben wir einen großen Wohnbereich, wo wir essen können, wo wir kochen können, und da ist noch ein Sofa. Genau. Wir haben hier eine kleine Küche, um uns zu versorgen, aber das wirklich Spannende ist erst draußen, das zeige ich euch gleich. Bevor wir da sind, zeige ich euch erstmal alles, was hier noch drin ist. So, hier ist unser Badezimmer. Genau. Alles, was man braucht. Es ist auch schön gepflegt und sehr sauber hier. Also wenn ihr mal nach Kroatien kommen wollt, mit einem Low Budget, kann ich das hier wirklich empfehlen. Hier ist unser Schlafzimmer. Wir haben hier ein riesengroßes Bett. Lässt sich sehr gut drauf schlafen. Ein Schrank. Hier ist auch noch ein Kinderbett. Theoretisch könnte hier noch ein Kind mitschlafen, aber wir haben ja keine, außer Nelly. Achso, und wenn ihr noch mit mehreren Leuten kommt, dann lässt sich dieses Sofa auch noch zu einem Schlafsofa ausklappen. Jetzt gehen wir nach draußen. Hier ist unser Garten. Nelly chillt da auch schon. Wir haben hier zwei Terrassen. Wir haben hier einmal einen Essbereich. Ja, hier trocknet gerade ein T-Shirt. Aber ihr seht einen Tisch mit vier Stühlen, und dann hat man hier noch einen Loungebereich. Das ist hier hinter dem Fenster quasi, ist das Schlafzimmer. Und jetzt kommt das Allerwichtigste überhaupt. Unser Schwimmpool. Nellys Pool. Nein, Scherz. Den haben wir übrigens selber mitgebracht. Also den gibt es hier nicht in der Wohnung mit dabei. Aber dieses tolle Schätzchen hier. Ein Grill. Und wir werden euch nämlich hier zeigen, wie wir unser Essen zubereiten. Die nächsten Tage. So, da wir ja in der Ferienwohnung sind, müssen wir einkaufen. Hier ist ja nicht all inclusive. Das bedeutet, wir brauchen so die wichtigsten Dinge zum Leben. Und das Wichtigste davon ist natürlich Essen. Ja, und der Charlie sagt euch jetzt, wo es gleich hingeht. So, wir sind hier in Medellin, und da, hier gibt es einen Lidl. Und da kannst du dein normal einkaufen, aber wir wollten was Besonderes. Und ein bisschen Recherche. Wir haben unsere Freunde gefragt, wo der nächste Markt ist. Und das ist ein Dorf weiter. Ein bisschen größer ist, heißt Pula. Und da gibt es da hoffentlich lokal Delikatessen, was wir so gucken können, was die Leute hier essen. So, ab nach Pula jetzt. Wir sehen.
please? Three tomatoes. Three of this, yeah. The small one, big one. Sie, Mann. This one. Yeah. Thank you. And this. It's excellent. Oh, yeah. Okay. Yeah. Smell it. Smell it. Yeah. Really good. It's okay. Yes. Wash. Do you like it? Yeah. Hmm? Yeah. Hmm? Like this? It's okay. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah, yeah, we want how much? Six? Four. Six of them, yeah. What is your name? Lydia. Lydia, thank you, Lydia. Yeah. It's present for you. Oh, thank you very much. And this? Oh, excellent. Thank you, Lydia. Thank you. Yeah. Was brauchst du? Ja, hallo. Hallo. Ich hätte gerne. Die Aubergine. Aubergine? Ja. Wie viel brauchst du? Ich nehme gleich vier. Okay. Ja. Nehmen Sie? Ja, danke schön. Ja, dann nehme ich von denen auch vier Stück. Mhm. Und dann noch zwei Gurken. Diese hier und die. Genau, super. Danke. Ja, dann nehme ich eine Schale. So. Eine Schale, ja. Danke. Wie ist Ihr Name? Wanda. Wanda. Dankeschön, Wanda. Bitte. So, I want two of this, yeah, two abchichi. And some, yeah. And do you have ribs? Four ribs, like this. Yeah. Okay. Yeah, 1 kilo two. In one piece or slices for barbecue? For barbecue, please. Wir sind wieder da. Ich bin rot wie ein Krebs. Sonnenfach zerfummt sich, aber trotzdem rot. Was machen wir jetzt? Wir haben beide jetzt Hunger. Und in Urlaub, wir probieren so viel wie möglich Low Carb zu bleiben. Aber ich lüge euch nicht an, wenn wir in Ausland sind, wir würden gerne Sachen von diesen Ecke hier probieren. Beispiel. Ja, lokale Spezialitäten. Ja, halt. Weil das ist so schade, was nicht zu probieren halt. Ne? So Beispiel, wir haben Obst auch gegessen normalerweise und wir dürfen nicht. Wir versuchen uns so gesund wie möglich trotzdem weiterhin zu ernähren, auch wenn wir jetzt hier sind und lokale Spezialitäten essen werden und die auch natürlich Carbs haben. Ja, aber wir teilen aber wir denen, ja. Ja, wir teilen uns das dann immer auf. Mit den Carbs, aber das wäre halt einfach viel zu schade, es nicht auszuprobieren. Weil wir sind ja eigentlich auch richtige Foodies, wenn ihr das in dem Cheat-Video von meinem Geburtstag gesehen habt. Aber Pommes und sowas kriegst du ja zu Hause an. Genau. Und dann möchte ich mir lieber das aufsparen, hier zu essen. Aber jetzt haben wir ein bisschen Fleisch, ein bisschen Gemüse geholt vom Markt. Und grillen wir jetzt. Ja, und was gibt's Tolles dazu? Radler. Aber das lokale Radler, ich glaube, gehört zu haben, dass Kroatien das einzige Land mit Radler ist, das also das Radler mit Grapefruit macht. Grapefruit? So, wir haben hier unsere. Was hast du bestellt? Rippchen. Rippchen. Rippchen aus Schwein. Und wir würden das ganz schnell marinieren. Ganz einfach. Ganz viel Salz. Paprika. Knoblauch. Pfeffer.
wir haben jetzt unsere Rippchen, diese Chibabchichis, diese Balkans Spezialität da. Haben wir ja beim Fleischer. Ja, die Beine Fleischer gekauft. Ja. Ja. Das ist auch drin, ne? Ja. So, natürlich gibt es ja nicht nur Fleisch zum Essen, sondern gibt es auch Gemüse. Also grillen werden wir Zucchini, die Aubergine und die Paprika und aus dem Rest hier aus der Petersilie, dem Salat, die Gurke und der Tomate machen wir einen Salat. Mal gucken, mal, wie die anderen sich aussehen. Ja, ne, man sieht so, dass es sieht nicht perfekt aus und ich finde, das muss Gemüse eigentlich auch gar nicht. Ich finde so Gemüse mit Charakter interessanter als so Gemüse, das halt gleich aussieht, halt wie bei Menschen. Ne? Wenn alle Menschen gleich aussehen würden, wäre auch langweilig. Ja, die Sonne blendet. Marinieren tun wir das auch ganz einfach wie das Fleisch. Etwas Öl, etwas Salz, etwas Paprika, ein bisschen Knoblauch, Pfeffer, Basilikum. Dazu gibt es jetzt einen ganz einfachen Salat. Erstmal alles frische Zutaten, aber. Genau, nehmen wir die Petersilie. So, ich habe im Supermarkt noch Ziegenkäse gekauft. Den brösel ich jetzt hier rein. So, wir vermischen den schon mal. So, und dazu gibt es jetzt eine ganz einfache Joghurtsoße. So, etwas Salz. Oregano. Basilikum, Pfeffer, bisschen Paprika, Knoblauch.
Grillteller aller Kroatien. Rippchen, Cebab, Cipcic, Cebab, Cipcic. Cebab, Cipcic. Ja. So, Gemüse, Paprika und selbstgemachter Salat mit Joghurt. Salat, Kurzsoße. Keto. So, dann probieren wir das mal. Guck mal, hinter dir. Das ist das Schwimmpool. Das ist Nellys große Trinkbecken. Eigentlich sollte sie darin baden und nicht nur Wasser trinken. So. Wir hatten in Deutschland auch Cevapcici aus dem Supermarkt Teka schon gegessen, aber das ist natürlich gar kein Vergleich zu frischen Cevapcicis. Die sind echt super. Da hat der Fleischer und der gute Grillmeister hinter der Kamera natürlich sehr gute Leistung erbracht. Charlie, was möchtest du, was ich als nächstes ausprobiere? Alles, aber alles. Was als nächstes? Ja, schmeckt mal ganz schnell die Salaten alles. Das ist Salat. Ja, Salat, ganz klassisch. Ganz klassisch Salat, aber wie schmeckt das Salat aus Kroatien, das in der Sonne liegt? Also bei den Tomaten schmeckt man auf jeden Fall schon einen krassen Unterschied, weil die Tomaten schmecken einfach viel wie Sonne. Fruchtiger, ja. Und viel mehr nach Sonne. Und die Gurken schmecken halt auch anders, viel gurkiger. Auf jeden Fall hat das Gemüse hier einen viel intensiveren Geschmack. Auch die Petersilie. Normal in Deutschland schmeckt die gar nicht so scharf wie hier. Also man merkt da schon einen Unterschied zu der Petersilie in Deutschland. Der Salat, ja, man schmeckt halt einfach raus, dass die Leute das selber angebaut haben. Dass das alles Bio ist. So, jetzt die Aubergine. Genau das gleiche wie mit dem Rest des Gemüses. Also es schmeckt einfach alles viel intensiver, hat richtig Geschmack. Das ganze Gemüse in Deutschland, das ist schon so lieblos. Ja, lieblos. Also hier schmeckt man richtig die Intensität der Sonne raus. Wer mich bereits etwas länger verfolgt und gut kennt, weiß, dass ich fettiges Fleisch liebe. Das hier, das ist Liebe im Mund. Bellissimo. So, Prost, Leute. Wenn euch unser Content gefallen hat, dann lasst uns bitte ein Like da, abonniert doch bitte unseren Channel, aktiviert die Glocke, wenn euch unser Content gefällt. Und ja, bis zum nächsten Video.